vorgestellt, Graveyard Keeper, und zwar mit dem DLC Stranger Sins von der Julia und Tiny Build Games. Danke dafür, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt. Ich muss das über den Gary aktivieren, wenn er mich nach stärkeren Wein fragt. Okay, da weiß ich schon mal Bescheid. Ja, das ist jetzt die Frage, ob wir weiterspielen können oder ob wir... Ja, wir können nicht unseren alten Spielstand weiterspielen. Das heißt, wir müssen ein neues Spiel anfangen. Aber wir machen das mal. Das ist bestimmt ganz interessant, mal wieder reinzuschauen. Und ja, auf jeden Fall danke für den Key. Und dann wollen wir mal schauen. Die Geschichte kennen wir ja schon. Er hat einen Autounfall, oder wie war das? Guckt auf sein Handy, guckt nicht auf die Straße. Und dann war's das. Ja, leider so, ne? Und dann kommt die Geschichte im Himmel. What happened? Where is everything? Calm down, you've merely turned a page in your life. A whole new chapter awaits you ahead. But I need to go home. Can I go home? There's always a way to get home. Let me see. Your new home is a graveyard. Doesn't that mean I'm dead? It means you're a graveyard keeper now. But I need to go home to my love. Then you need to be a good graveyard keeper. You should dig up Gary. Help you sort everything out. Who? What's a stranger vision? What is the nightmare? Okay, let's find Gary. New task. Find Gary. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dann da wieder vorne anfangen. Und das ist ja, auf der einen Seite ist ja auch nicht schlecht, weil wir letztes Mal ja auch nicht so richtig den Weg gefunden haben. Ja, jetzt gehen wir erstmal Gary suchen. Der wird da oben angezeigt. Ach, Gary ist hier vergraben. Dann machen wir das mal. Dann müssen wir weiterhalten. Und gucken zu. Holy Sword, I'm a skull. Are you Gary? Why would you think I'm Gary? A man with a red eye told me that I need to dig up Gary. A red eye? I remember. Oh, Sword, that's right, I'm Jerry. How did you find me? The man told me that you have answered all my questions. Good, good, but first let me ask you, who are you and where this heart are we? I just me dreaming, none of this can be real. You're the new graveyard keeper. What else do I remember? Let me think. Yeah, I remember that sound, let's go check it out. Everything is so strange, none of this masks makes sense. I definitely remember that bell and a donkey. Something is very wrong with that animal. He could be dangerous. Okay, da unten ist der Fall, dann gehen wir da mal hin. Okay. Got a fresh corpse from the town. Wow, a talking donkey. You can understand me? Let's talk. Who are you? I'm sheep labor. This cart isn't mine, so I have to work for the capitalist bastard who owns it. And I only earn 5 carats a day. This tree is deeply humiliating. You know where I'm coming from, right, comrade? The bastard pretends that he doesn't understand anything I'm saying. Anyway, I need to go back to the town. You get rid of this one and I'll bring you a new one. What a strange lens this is. Okay. Er zappelt davon und wir haben da jetzt ein Paket liegen. Hey, what are you staring at? Grab this received corpse while it's still fresh. What for? I feel like we should take it to the morgue. I don't remember why exactly, but I'm pretty sure it will be fun and might be profitable. Oh, I'm going to poke. Let's do it. Okay. Und dann müssen wir wohl da rein.
Sad, I like this place. Feels like home. Put the body on the autopsy table. Then, what's next? Oh yes, slice some flesh from the corpse. That should be good for starters. What? No way. This isn't right. Sure, sure, it's not right. How could I forget? Maybe because I'm talking skulls with amnesia. Is it right that you don't know where you are? Is it right that I'm a skull? Nothing is right here. So shut the sod up and do what I tell you. How to get home? Okay, you just need to create the meat in the village to vent for a beer. Talking skulls never lie. Then bring the beer to me. Yeah, okay, blueprint reparation place. Blueprint pellet, extract flesh. Okay. Jetzt haben wir da die Sachen. Put autopsy. Extract flesh, yes. F is work. You've unlocked a new technology and got create burger, create sandwich, create baked meat. Okay. That's disgusting. Discussing. Keine Ahnung. You get used to it. So what could I do with the corpse? I don't know. Let's bury it. Take the corpse and wait for you in the graveyard. Okay. Take body. Mehr kann man sowieso nicht machen. Dann gehen wir mal raus. Exit. Und dann zum Friedhof. Da geht's rein. Und da ist er. Let's bury it. Use a blueprint desk at the graveyard mask at site for the grave, then dig it with your shovel. Carefully put the body or what remains of it in the grave. Bury, decorate. Warning, do not use the goat skulls and upside down stairs for decoration. Okay, das heißt, ich muss ein Grab ausheben. Dafür brauche ich einen Blueprint. Naja, gucken wir mal, oder? Los. Gravesite. Achso, da kann ich das jetzt hier machen. Okay, was kann ich noch? Flowerbed. Kostet mich irgendwie 2 hier. Achso, da brauche ich das für, um das zu machen. Alles klar. F. Okay, da muss ich wahrscheinlich erstmal drum rum. Dann kann ich das hier buddeln. Okay, dann muss ich jetzt die Leiche wieder aufbauen. Enter the corpse. Und F. Da mache ich es wieder zu. Nice done. Nicely done. This burial certificate, I remember you money a call. Okay. Alcohol, I'm sure you used to work it a lot. Oh, sorry, here comes the bishop. He's your boss. Okay. Oh, I know. Ask him about this burial certificate. He should know something. I'd better leave now. I'll be in the morgue waiting for my beer. Dear Maya, I'm so tired. Why do I have to come here every week? Oh dear, the new keeper. We have been accepting him for 30 years, but the president pretends there's nothing wrong. Ja, und jetzt? I'm sorry to have to tell you this, but your graveyard is a mess. There's no way I'm promoting you to cleric until you fix it. Okay, jetzt müssen wir das hier schick machen. Current location name. Okay, important location information, the graveyard quality, the church appeal, etc. Okay, repair grass to increase the graveyard's overall quality. You'll probably need to special resources to do that. You've unlocked a new technology and got create a wooden marker. As soon as your graveyard quality is at least 5, you'll be pleased to promote you. I'll be.
You look like a spiritual leader and I am a good judge of characters. Huh. I'm good at everything. That's why I was chosen to present Hill's will. Haha. Okay, your predecessor used to keep his stuff in a trunk somewhere. He should check it, okay? I come by again next week. In effect, I come here every... Keine Ahnung. Maybe I'm not dreaming. Did it eat something? Oh, he's waiting. What should I say? Why is you come here? It's part of my duty. The unpleasant part. It's kind of an old tradition. I don't know much about all the traditions and rituals. I'm just here to present his might and glory. I have one teeny question. What is a burial certification? As soon as a body has been laid to rest, you can trade its burial certification for money at the village tavern. New task. Okay, I'm not the keeper I was going from. Can I fix the graveyard? About this certification leave. Can you tell me more about the burial? It's your payment for laying our presence to rest. It's all part of an ancient contract between the town and the village. As soon as a body has been laid to rest, you can trade its burial certification for money at the village tavern. But this seems too complicated to be a dream. We're at the village. Just go east from the graveyard gate along the old stone road. About the town and we're at the village. Oh, the town is the heart of our glorious land. The palace, the cathedral, everything is there. You should see it for yourself, but in those clothes that you'd be rather funny. How can I get to the town? It's not far from the village, just head south from the tavern. But the town, no more questions. Just repair all the graves. It wouldn't take me even an hour, but it's your job. Ah, that's a mash on. I need to go home. There's a talking skull. He forced me to butcher a corpse. Haha, he's a fine joke. I'm a humorist myself. Here's one. Who is Bebe? Who? I am, huh? Yeah, blessed and beautiful. Ignore him. Das be all the grades, it wouldn't take me 7 minutes. Yeah, okay, das hatten wir, das ist klar, das war und leave. White fixing the gavet, you can always craft new ones, okay? To craft new items, you'll need to unlock the relevant technology. This costs tech points. Press tab to open the technology tree. Red points presents your handcrafting skills and your ability to work with materials. Green points represent your knowledge about the nature of things and nature itself. Blue points represent your spiritual knowledge of the immaterial world. You'll get your first blue at the study table in the church basement. You earn points simply by doing anything. Also, you can get points by studying new items at special table. Okay. Darunter sind die Preise. Alles klar. Blueprint stone stockpile, gathering stone rock. You can collect a small piece of stone from a small rock or get a huge piece from a big one. Alles klar. Blueprint timber stockpile, gathering small tree felling. Chop down a small tree to get one log. Gathering stick, you can collect sticks from dry brushes. Okay. Sehr schön. Das haben wir jetzt gelernt. Wir haben einen grünen und können damit nichts anfangen. Das bedeutet, das haben wir. Das sind die Technologien. Das sind die Leute, die wir schon kennen. Sehr interessant. Und das ist die Karte. Wo wir nicht ganz viel von wissen bis jetzt. So, der Bischof ist das gewesen, ne? So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Ah, das ist unser Trunk. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir, ne? Rusty Hammer, Rusty Pickaxe, Rusty Axe, Stone Repair Kit, okay, und Wood Repair Kit. Nehme ich alles, oder? Ja, was sollst du anders machen? So. Das habe ich. Das kann ich jetzt da anklicken.
Und jetzt will ich das doch mal schick machen. Geht das? Ach so, okay. Habe ich alles nicht. Ich glaube, dann machen wir erstmal nichts. Machen wir da was, dann kriegen wir erstmal schon den ersten Punkt weg, oder? Ah, da gab es Punkte für. Sehr interessant. Ja, dann lass uns doch erstmal hier fixen. Machen wir erstmal den Friedhof schön, ne? 4 von 5 Punkten, da sind ja schon ein paar Punkte zusammengekommen. Jetzt 5 und 6. Ja, da kann ich jetzt nur E drücken. Ah, da geht sowas hier. Wooden Grave Fans adds. Study not complete crafted up. Fix Grave Fans, dann geht das drauf, okay. Das muss ich jetzt erstmal fertig machen. Okay, dann gucken wir uns das Grab nochmal an. Wooden Grave Fans. Also das ist schon durch dann. Ah, da können wir auch noch was machen. Dann machen wir das gerade auch noch. So, jetzt ist das auch schick. Das ist jetzt eine Null, ne? Tja, da weiß ich jetzt auch nicht, was wir da weitermachen können, aber wir können ja mal hier so. Fixed Grave Fence haben wir auch. Okay. Dann können wir den Grabstein auch noch. Der wird dann auch noch schick. So, das ist jetzt schon mit plus 1. So, da fehlt uns jetzt hier das Wood Repair Kit. Crafted at Carpenter's Workbench, Carpenter's Workbench 2. Und das geht noch. Das machen wir jetzt noch, den Grabstein ordentlich. Oh, da gab es ja schon mal ein paar Punkte für, ne? Und hier. Geht auch noch. Machen wir natürlich auch noch, ne? So. Da geht dann das auch noch, oder? Einmal noch. Machen wir auch noch fertig. Da sind 3 Punkte, die es dafür gab. Okay, aber mehr geht nicht. Das untere ist ja schon fertig. Okay. Gut, das bedeutet, da sind wir weg. Das können wir machen. Das können wir auch noch machen. Voll Wind hier oder so. Das machen wir auch noch. Fertig. Haben wir noch was zu tun? Was ist denn hier bei dem zu machen? Nix. Okay, na, da war nichts, was wir da von wissen. Gut. Da können wir nichts tun. Hier ist jetzt alles erledigt. Kann man auf der anderen Seite noch was machen? This area is closed due to activation. Please address any concern to the inquisitor. Okay. Also da kann man noch nichts machen. Check the royal service box will start working once the church opens again. Okay. The door is locked. Flower bed. Graveside. So, da können wir noch ein Graves anlegen. Dafür fehlt uns das hier alles. Und hier ist alle, ne? Ja. So, das bedeutet, wir müssen jetzt dem Pfeil wohl folgen. Da ist Gary bestimmt wieder und will uns einen erzählen, oder?
oder? Nee, doch nicht. Wir wollen jetzt das Zertifikat verkaufen wahrscheinlich, ne? Ja, dann gehen wir da erstmal hin. Okay, weite Wege. Okay, das ist das Wallet, oder? Dann sind wir in der Kneipe. Okay. You wanna be loved by me. Shaluba duba baba. Na krass. Na dann quatsch mal die da mal an. Hi. What do you want? I'm a graveyard keeper and I want to ask you some questions. See, you know how many times a day I hear that same mumbling? I have no time for you, little mate. Man, come back when you have more faith in yourself. Demonstrate that you are worth talking to. Ciao. Hi, friend. Can I have a moment? What did Miss Calm tell you? Literally to go away. Oh, always so classy. She would never talk to just anyone. I'm not just anyone, I'm the local graveyard keeper, soon to be prior of the local church. Foo-hoo. Primitive. I'm a well-known poet in certain small circles. My name is Wagner. One day I'll read my poem to her and then we'll... But first I need to write it and I can catastrophically out of paper and ink. Maybe you can get me some new tasks. Okay, maybe Papillon Tinto arm. What people put these things for together and you have a story. Sometimes you can get stories from dialogues, okay? Give him the ink, give him the paper. Ask where to find the paper and ink. You may have some of it in your church. You make it. I'm just not used to manual labor, but a skillful man such as you can surely do it easily. Also, you could get some from the old astrologer. He used to go to the lighthouse every prayer before he was satisfied. Okay. Ask about the old astrologer. He's old and mad, whereas I have been studying for almost three years at the town university. Can you believe he turned out to be an idiot? He told me that the earth is round. What's no nonsense, okay? Gibt's flat as a pen. Oh god, you should definitely meet him. The mad astrologer and the graveyard keeper, two wise men. That could make for a pretty fun poem. Must be the smartest man around, maybe he'll be able to help me get back home. It's on a cliff to the east of the village. It hasn't seen active use for a while. Press the dead horse for staying open. One day I'll write a poem about this place, maybe even a couple lines about you. Okay. Haben wir das erstmal erledigt? Den brauchen wir nicht mal quatschen. Jetzt gehen wir mal hier oben weiter quatschen. Welcome to the Dead Horse Tavern. I'm Horadric. How can I help you? I came from the graveyard. I woke up here today and think I've been crazy since then. Oh, sorry. How could I not have recognized you? Good. This is good. Things are looking bright for our small village. When are you planning on opening the church? I need to fix the graveyards first. Sure, it's been a while since anybody took care of it. So let's get down on business, shall we? How can I help you? This bishop told me that you would buy my spirit progress. I guess he's right. As the head of the village, according to the ancient contract, I have the trade if you're from a... Of course, only if it have any money. What do you mean? The village is going through hard times. We are short on money. But as soon as you open the church, pilgrims will bring lots of shiny coins to the village. Meet
it is a delicacy on our ledge. I'd be glad to buy it. I just need to see the royal meat stamp on it. Okay, find a stamp and sell meat to Hordrek. Many years ago there was an incident with an inappropriate meat. Ever since, all meat must be approved by royal authority. And I don't need any trouble with the town. Does your meat have a stamp? I don't even want to know where you can get unauthorized meat, but no, it really looks good. But without a stamp, my hands are tied. Where can I get the stamp? Oh, you can send a form to the royal court through the mailbox near your church, but it cost you a bundle. But there's another way, I'll tell you just because we are neighbors. Come closer. There's a guy called Snake, and I think he has a fake royal stamp. But to be honest, I haven't seen him for a while. Ask Mr. Sham, she comes here every... Keine Ahnung, was das für ein Symbol ist. I bet she can help you to find Snake. Thanks. Do you know how can I get home? Trade. Okay, but could you even take this letter to our local blacksmith, Crabrod? Sure, where can I find him? The southeastern corner of the village. Ist das der Brief? Nee. Wo ist denn der Brief? Wurden Steck? Okay. Achso, ich wollte ja handeln, dann passt das ja. Krieg 1,50 für. Gut, dann haben wir erstmal die Kohle gekriegt. Teleportstone. Wofür ist der gut? Mark of P. Achso, das ist jetzt hier, was der Kollege noch will. ...1,15, ja komm, nehmen wir. Haben wir auch ein bisschen Gewinn gemacht dann, oder? 35 Cent kostet das nur. Okay, was haben wir sonst noch? Crabbed Pea Slices, Fish Soup, Omelette, a Bowl of Lentils, a Bowl of Sauerkraut, Fish Nuggets, Baked Salmon, a Mug of Beer. Haben wir ja schon, okay. Und das hier, Teleportstone. Habe ich nicht. Alles klar, dann kriegen wir nur das Bier zugange. 1,15 haben wir jetzt noch. Okay, dann sind wir erst durch hier. Bad luck, not today. Also mit dem können wir nicht quatschen. Mit der auch nicht, mit dem auch nicht. Der auch nicht. War hier noch jemand? Nein, ne? Da ist noch jemand, mit dem man reden kann. You must be the new graveyard keeper. So I've been told, but no, did you? No? Oh, I live as long as I have. You'll probably learn how to read people too. But where's my manners? I'm Mr. Shane Kodrick's wife. Nice to meet you. I have a few questions about... Oh, you better talk with my husband, he's in charge around there. He's not only the tavern keeper, but also the electric head of the village, okay? Besides, he really does like to talk. All I can do is to sell you some recipes. You better talk with my husband, yeah. Trade. Was hat er denn für Rezepte? Fish, Delikatessen, tasty and healthy. Sweet Baking Pies. Okay, das sind erstmal Sachen, die wir nicht brauchen, glaube ich. Okay, da oben geht's auch nicht lang. Exit. Aha. Gut, das bedeutet, da kommen wir nicht weiter. Da auch nicht, da auch nicht. Da hinten war diese Person ansprechbar. Nein. Das bedeutet, wir sind erstmal raus. Süd, im Südosten finden wir was. Was finden wir im Südosten? Keine Ahnung. Achso, da ist der Dingens hier. Der braucht den Brief, ne? Hey, what are you staring at? Nothing, just looking around and think I'm the keeper of the local graveyard. May I ask what
Fortunately, I'm a local blacksmith. My name is Griswold. Give him the letter. I have a letter for you from Horodric. A letter, of course, 1 minute away. He can't be bothered to come himself. I guess I'll thank you, sir, for minagging. It seems it's my new habit. Slimes again. Horodric has asked me to get rid of them. Don't have the time for those pesky little green bastards, but maybe you can help. Take this rusty sword and an energy potion. The sword is broken, but you can repair it with a whetstone on the grinder right behind me. You can keep the whetstone, maybe you'll need it to repair your shovel sometimes. If you manage to kill them, bring me their remains and I'll spare you some materials. They should be right up the other side of my house near the puddles. Okay, das heißt, wir müssen da different actions in the game. Spend your energy. Crafting, gathering and fighting take energy. Fighting has been known as to take heals as well. Press space to attack. You can always refill your heals and energy with food and potions. Press tab to open inventory. Sleeping also restore you. Okay. Alles klar. Trade. Kostet mich das 10 oder muss ich mit ihm hier nicht? Know what I like to work with metal myself. Where can I find some ore? Find metal ore and swamp soil. There's a huge swamp to the west across the river. Okay, I used to collect ore there before the bridge collapsed. You've unlocked a new technique and got blueprint furnace. Create iron ingot, a raw piece of iron to get in the gathering swamp iron. You can be collected from small deposit on buggy soil. Okay. Was will er haben? Defeated the slimes. Achso, er will, dass ich da ja zwei umbringe. Was kann man denn bei ihm traden? Okay. Nails, simple iron parts. Okay. Ich muss jetzt erstmal hier was machen. Das rostige Schwert nehmen. Whetstone, craft. Und los geht's. Not enough energy, okay. Gut, das bedeutet, wir müssen erst was essen. Energy Portion. Hat das jetzt was gebracht? Will ich hoffen. F drücken. Not enough energy, okay. The Village. Okay, jetzt ist die Frage, was können wir noch machen? Hier nix. Jetzt müssen wir das Schwert aber noch fertig kriegen. Trade. Was zu essen hat er nicht. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Leave. Use, aha. So, jetzt geht das. Das rostige Schwert haben wir jetzt. Und hinter seiner Hütte sind diese Viecher. Hab ich schon zwei erwischt? Ja. Task completed. Good job, take this redstone. Just sharpen your broken stones and they'll be as good as new. Create green jelly. Create red jelly. Okay. Was kann ich bei dem noch handeln? Simple iron parts. Hab ich jetzt, oder was? Sieht so aus. Okay.
kann ich noch meine Schaufel da craften, damit die wieder scharf ist. Gut. Jetzt können wir noch was? Ne, ich glaube, der Rest ist okay, ne? Gut. Das bedeutet, wir sind hier fertig. Unsere Energie ist allerdings ein bisschen low. Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage, ne? Known NPC Energies. Haben wir das? Ach, wir können was machen. Sawing, sicken können wir. Na, dafür haben wir es, aber das sollten wir dann mal tun vielleicht. Blueprint Saw Horse. Great Fletch, Great Wood Billet. Unlock. Dann fehlen uns da weitere Dinge. Ach so, ha, shit, man kann auch andere Sachen ja noch auswählen. Hätte ich nicht gekonnt. Da gibt's nix. Warte, da habe ich den roten übersprungen. Hätte ich auch nicht gekonnt. Ja, war sowieso nur das möglich wahrscheinlich, ne? Und hier sind Rezepte zum Essen machen. 5 und 7 haben wir jetzt noch, okay. So. Jetzt haben wir ja wieder keine Energie mehr, ne? Ich glaube, wir ziehen uns jetzt mal zurück. Um die Energie zu kriegen, können wir ja schlafen. Und das wird wahrscheinlich unser Weg sein für diese Folge wieder. Ja, das ist voll das coole Spiel, hatten wir schon, ne? Und wir sind jetzt bei Gary gleich. Und Gary gibt uns ja auch dann die Möglichkeit, das DLC zu starten, indem wir mit ihm da küren oder so. Da ist er ja. Where you been? I was at the bullet. This place is so wild, but it feels surreal. And everybody is hook with me just appearing out of nowhere. Said you are stealing my thoughts. Stealing, I remember there is a cellar in your cottage. Some provisions must be stored there. You've unlocked a new technique and got gathering edible mushrooms, gathering berries, gathering apples. Okay, ich kann jetzt sammeln. Wheat, exactly. I remember baking bread from it and pies. I'm sweet berry pies. Great Dorf, Great Pastry Dorf, Great Bread. Also Mehl kriegt man da, oder was? Toast, Onion, Toast, Oat, oh, that's good with beer. It's hard, you know what I need, a beer. It's beginning to feel like a one-side relationship. Bring me beer and I'll tell you a lot of important stuff, like how you can get home. Questions? Ask him this more road. Yes, can you tell? It was rhetorical. Do I look like a magic hat with answers? Well, technically, yes. Thought you're smart, but I'm not waiting for that beer at my place. No beers, no answers. Er ist schon wieder weg. Okay, er wartet auf seinem Platz, wo wir dann auch hingehen. Und wo ist denn sein Platz? Oben am Grab eigentlich? Oder wo? Hier war doch die Hütte da, wo wir wegkommen, ne? Ist jetzt die Frage, wo sein Platz ist, ne? Tutorial Building. Use a blueprint desk to access the building interface and start building or moving an object in the area. Some objects will be built immediately. Some of them will need a little extra fork with your hammer. This will spend time and energy. Okay. Place for wood blocks. Place for stones. Okay. Ja, ich glaube, wir gehen mal erst rein. Was haben wir hier? Achso, unseren Zeller. Keller. What that sound? Da läuft einer. Dem Gate. I'll come here every night if I have to, but I'll get through eventually. Okay. Looks like I can remove this blockage and fortify the arch. Okay, da müssen wir was für haben. Clear the path, brauchen wir wood wedges and wooden plank. Okay, das heißt, das müssen wir erst zusammen haben.
Da das gleiche in grün. Und da war kein Power mehr. Simple and tasty. Trunk. Okay, müssen wir auch noch haben. Wollen wir jetzt nicht weiter hier küren, das ist erstmal erledigt. So, und dann würde ich sagen, gehen wir hier. Ach, können wir mal in der Kiste gucken, aber das bringt uns auch nicht weiter. Ach so. Ja, das mit dem Bier machen wir dann in der nächsten Runde. Hier ist ja erstmal Aladdin gleich da, der uns dann wieder refreshed, oder? Wie war das? Okay. Dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Runde auch wieder mit dabei seid. Jo, dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Wir sind ja schon ein bisschen hier in dem Spiel dabei und naja, wir kriegen das schon hin. Alles klar, ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht ein Abo, macht einen Daumen hoch, macht die Glocke an, schreibt einen Kommentar und teilt das Video auf anderen Plattformen. Ich bedanke mich bei euch. Bis dann, ciao.